Zum Gründungsgipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft kommen Dutzende Staats- und Regierungschefs in die tschechische Hauptstadt Prag. Neben Vertretern der 27 EU-Länder sind dies auch Politiker aus den Kandidatenländern Ukraine und Moldau sowie Georgien. Auch die verfeindeten Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan nehmen teil, ebenso wie die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein. Aus Brüssel werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel erwartet. Der Gipfel im XXL-Format soll ein Zeichen der Geschlossenheit an den russischen Präsidenten Wladimir Putin senden. Europa lässt sich nicht spalten, lautet die Botschaft, die in den nächsten Tagen von Prag ausgehen soll. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich dieses Format ausgedacht. Wer sich zum europäischen Wertefundament bekenne, so Macron, solle der Europäischen Politischen Gemeinschaft angehören. Tschechien hat bis Ende des Jahres den Vorsitz im EU-Ministerrat inne und deswegen diesen Doppelgipfel organisiert. Nach dem Gründungstreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft am Donnerstag folgt ab Freitag ein informeller Gipfel der 27 EU-Staaten. Dabei geht es um weitere Hilfen für die Ukraine. Vor allem das Zusammentreffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gilt für diverse Länder als heikel, darunter Griechenland und Zypern sowie Schweden und Finnland. Letztere beiden sind wegen ihres angestrebten NATO-Beitritts auf die Gunst der Türkei angewiesen.